Okay, Kameramann, sind wir alle drauf? Okay, habe ich ja vorhin schon erwähnt, die Jungs werden immer breiter hier. Wir sind jetzt eher schon bis 100 Kilo, beziehungsweise haben wir hier über 100 Kilo Athleten? Nein, bis 100 Kilo? Ich bin noch klein. Okay. Stellt euch mal kurz mal vor, ich meine, euch kennt man schon, aber der eine oder andere Zuschauer, wir haben ja Zuschauer, die sich so etwas noch nicht angeschaut haben. Hi, ich bin Steffen Gerhardt. Bin eigentlich schon lange bei der Sache. Ist heute mal nach anderthalb Jahren wieder hier ein Treffen mit den ganzen Athleten für mich. Morgen geht's los für die WM-Quali. Und ich hoffe, dass ich da irgendwie mich da so ins A-Team schmuggeln kann, damit das mit Spanien auch alles gut klappt. Okay. Und hier? Ja, ich bin Peter Beers, mache jetzt seit 2005 Wettkämpfe. Schauen wir mal, was morgen passiert. Auch ich will zur Master-WM und mache die normale Deutsche in der Männer 4 auch noch mit. Hallo, ich bin der Domenico Intermaggio. Und ja, ich mache so ein kleines Comeback nach 7 Jahre Wettkampfpause. 2011 hat ja durch meine Krankheit nicht geschafft, gegen Steve Pentin anzutreten. Ja, und jetzt probieren wir es halt nochmal, ob die Elite Pro rauskommt. Aber schauen wir mal jetzt erstmal, wie morgen alles läuft. Das hört sich schon nach einer Kampfansage an. Also, also wenn ich komme, dann möchte ich schon alles mitnehmen, wenn es geht und wenn es passt, ja klar. Wieso nicht? Also es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich will hier unter die Top 3 oder so. Also man will schon nach vorne mitmischen, ja. Ja, endlich mal. Jetzt die anderen hatten ja alle Friede, Freude, Eierkuchen, aber das finde ich schon mal in Ordnung. Es sind ja keine Anfänger hier, rechts und links neben mir. Das sind schon alte Veteranen, die ja schon sämtliche Titel schon geholt haben und erhoffen sich jetzt hier bei der Masters WM, ist das? Ganz genau. Genau, die Qualifikation, dass sie da teilnehmen. Jungs, ihr seid alle knapp unter 100 Kilo. Nehme ich mal an. Ja? Wie sieht das denn bei euch aus? Also bei den Athleten, die knapp unter 100 Kilo wiegen, die haben ja eine Off-Season-Gewicht. Ich weiß nicht, ist das bei euch jenseits von gut und böse oder ist ziemlich human? Also ich habe momentan, ich sag mal, eine Punktlandung mit 90 Kilo und mein normales Gewicht, sage ich mal, ich gehe nie so hoch. Ich bin auch nicht der Typ dafür, liegt immer so um bei 104, 5 Kilo. Ja, also das ist so mein Wohlfühlgewicht. Höher gehe ich nicht, komme ich auch gar nicht. Ja. Also bei mir ist so, je älter ich werde, desto weniger hoch gehe ich. Ich war jetzt in der Off maximal bei 106. Darüber muss ich fressen, fühle ich mich nicht wohl, bringt mir nichts. Und also ich orientiere mich da halt immer an der Leistungsfähigkeit im Training. Und wenn ich so irgendwas so um die 105, 106 habe, dann fühle ich mich wohl in meiner Haut, kann perfekt trainieren. Also warum soll ich mich da hochfressen? Es bringt nichts. Ja, genauso meine Meinung. Also ich habe so 106, 107 in der Off und ich schaue immer, dass ich auf jeden Fall nicht über 9% Körperfett gehe und dann passt es auch. Auch vom Alltag, ja, vom Ablauf. Ich meine, wir sind alle noch berufstätig. Außer Peter, der hat natürlich eigentlich Gym, der lässt arbeiten. Ich muss auch arbeiten, so ist es nicht. Ja, stimmt das? So, Jungs, okay, also das heißt, ihr haltet nichts davon, dass man so eine fette Bulkphase einlegt, dass man da 20, 30 Kilo drüber ist und würdet es auch natürlich den Zuschauer, der vielleicht seit 5, 6 Jahren trainiert und vielleicht irgendwann mal auf die Bühne geht, auch nicht unbedingt raten oder sagt ihr, ist von Körpertyp zu Körpertyp und vom Alter zu Alter unterschiedlich oder kann man denn so knapp 6, 7 Kilo über dem Wettkampfgewicht sein und trotzdem so aussehen, auch wenn man 5, 6 Jahre gerade trainiert? Also sehe ich ganz genauso. Wie gesagt, für mich macht das keinen Sinn, jetzt 20 Kilo über dem Wettkampfgewicht zu liegen. Es sei denn, du bist genetisch halt auch so ein Genie, dass du auch wirklich Muskelmasse aufbaust. Ist bei den meisten aber nicht der Fall, meistens nur Fettwasser. Und ich meine, das beste Beispiel ist Tom Scheu. Ja, der auch vielleicht 10 Kilo maximal drüber liegt und ist immer in einer Top-Form. Ich meine, guck dich, das ist bei dir genau das Gleiche. Ja, also ich habe dich nie irgendwie fett gesehen in einer Massephase. Also ich halte nicht viel davon. Ja. Aber wie gesagt, wie du auch schon meinst, typenbedingt. Was sagt der Coach? Also ich bin halt der Meinung, alles das, was unterhalb des Jahres dir an Fett und Wasser drauf schaufelst, macht es dann nur schwieriger in Form zu kommen. Ich habe jetzt dieses Mal wirklich eigentlich nur 6 Wochen Diät gemacht und dann war ich fertig. Und dann kann man das auch ganz entspannt angehen. Wenn man dann nachher 12, 14 Wochen braucht,
dann geht einem hinten raus die Puste aus und das fehlt einem dann an Energie und dann sinkt auch die Trainingsleistung gegen Ende der Vorbereitung. Also ich würde es grundsätzlich nicht empfehlen. Also eine Frage hätte ich noch und zwar, das ist ja jetzt die deutsche Meisterschaft. Ihr habt auch schon international mitgemacht. Ist es denn noch ein Reiz überhaupt, jetzt hier bei der Deutschen mitzumachen oder ist es nur so ein ich mache das mal mit, damit ich halt die Internationale mitmache. Also wie habt ihr da noch Herzklopfen? Ist es da die Vorbereitung on point oder sagt ihr, das ist nur vorübergehend, da werde ich vielleicht 80-90% bringen? Also ich bin ja sowieso hier nur für die Master-Quali, ja, aber im Endeffekt, also eine Deutsche ist nie irgendwie was, wo man sagen könnte, nee, lohnt sich nicht mehr, weil das Niveau schon recht hoch ist, ne? Aber wie gesagt, ich persönlich jetzt mit meinen 50 Jahren tue mir das nicht mehr an, ich muss nicht mehr jeden Wettkampf mitnehmen, ich mache das, worauf ich fokussiert bin. Und ich hatte das einmal gehabt vor 2 oder 3 Jahren, da bin ich verbrannt, weil ich wirklich jede Meisterschaft mitgenommen habe und das Ende vom Lied war, dass ich zu der wichtigsten, wo ich hin wollte, einfach tot war. Ja, okay. Bin einfach verbrannt, es war nichts mehr da und das, sowas tue ich mir nicht mehr an. Und was sagt der Peter, ist es für dich immer noch so wichtig oder sagst du, naja, ich mache hier einfach mal mit und besieg die Jungs mal hier eben und fahr zu international? Also mal so eben besiegen, sowas sollte man nie sagen, es kommt ein bisschen überheblich rüber, ich bleib da lieber ein bisschen auf dem Teppich und wir schauen erstmal, was am Morgen auf der Bühne steht. Also für mich ist es so, mir macht einfach Wettkampf-Bodybuilding unheimlich Spaß. Ich mache unheimlich gerne Meisterschaften. Und solange ich das Gefühl habe, dass mich das eben nicht ausbrennt, gut, uns beide trennen noch ein paar Jahre noch. Also ich bin noch nicht jenseits der 50 wie der Steffen. Da klappt das mit dem Körper vielleicht alles noch ein bisschen besser. Für mich war vor allen Dingen diese Saison einfach der Punkt, dass ich von der Arnolds bis jetzt zur Masters-WM 11 Wochen zu überbrücken hatte. Und das ohne Zwischenziel, komme ich einfach vom Kopf her nicht drauf klar. Ich mache dann lieber alle paar Wochen mal wieder eine Meisterschaft, habe ein kleines Zwischenziel, wo ich mich wieder drauf fokussieren kann. Und mir macht es einfach Bock. Ich nehme jeden Wettkampf ernst. Ich würde jetzt niemals sagen, ich stelle mich hier mit 80% hin und rasiere die mal eben alle weg, sondern ich gebe dann immer 100%. Das macht man einfach nicht, finde ich persönlich. Und so gehe ich das morgen auch an. Also 100%. Okay, also dich hat man ja auch schon ziemlich häufig bei den deutschen Meisterschaften noch gesehen. Sehr erfolgreich. Wie sieht es denn eigentlich bei dir aus? Also hast du auch schon des Öfteren deutsche Meisterschaften gemacht? Und Also ich habe einmal 2010 mitgemacht, da war ich aber nicht im Finale, weil da ging was daneben mit dem Aufladen. Und ja, dann habe ich pausiert, 7 Jahre wie gesagt, und jetzt probiere ich es auf jeden Fall noch. Jetzt brennst du richtig, ja? Okay, und wie sieht es eigentlich bei euch aus? Seid ihr kalorientechnisch? Ich habe das ja von den Mädels mitgekriegt. Und wie hoch sind die Kalorien jetzt gerade bei dir? Zähle ich nicht. Einfach eine alles nach Gefühl. Nach Gefühl. Nach Gefühl? Um die 3000. Ja, so 3, 4 habe ich auch drin gerade. Okay, gut. Danke, Jungs. Dann wünsche ich euch allen viel Erfolg. Wir werden uns definitiv morgen sehen. Morgen werdet ihr mich hier einen schönen Anzug sehen. Und von euch verlangen die Fans jetzt mal eine richtig geile Pose. Ich verpisse mich.